Moin, es ist unglaublich. Es gibt sie noch, die super Top-Plätze in Deutschland. Wir stehen hier direkt am Wasser. Ich kann hier rausgucken aus dem Bett. Drüben ist Halesiel. Ich kann Wangerooge sehen. Auf der anderen Seite Spickerhoek. Wir sind in Neuharlingersiel. Top-Plätze mit Blick am... Oh, ich kann auch gar nicht sprechen. Top-Plätze am Wasser mit Blick auf das Meer. Wow, und das in Deutschland. Und so gut wie nicht los. Ja. Hast du angefangen? Ja, Moin, Kamera hallo. Läuft. Hallo. Moin. Bertel hat ja schon... Oh, das war ein Sonnenaufgang. Ja, wir haben uns ja schon gesehen. Ihr habt mich geweckt. Ja, es ist immer wieder... Wir waren schon so lange nicht mehr hier oben in der Ecke in Friesland. Emden ist ja nicht weit. Und dreckige Fenster haben wir. Gestern hat es ein bisschen geregnet. Ja, wir waren schon so lange nicht hier. Hier war ja Sturmflut, ne? Ja. Vor 2 Tagen. Ja, 2 und 3 Tagen, genau. Ja? Ja. Ah, guck dir den Blick an. Das ist der, ist so der Knaller, wie wir hier stehen. Ja. Ne? Das ist echt der Hammer. Und das Schönste ist für uns, also auch schon früher, wir kommen ja hier Jahrzehnte schon her. Wie gesagt, 2 Jahre waren wir, glaube ich, nicht hier. Und... Was brauche ich denn jetzt noch? Geht gleich weiter. Jacke. Und natürlich, und der Winter ist so beschaulich. Ja, du hast hier keine Menschen vorm Wohnmobil laufen. Es ist kalt. Das Wetter ist unberechenbar. Ja. Das geht ja jetzt, es geht nicht mehr nur um die frische Brise. Es gibt Stürme. Es waren, glaube ich, sogar auch vor 3 Tagen Orkanböen hier an der Nordsee in der Region. Und der Hamburger Hafen stand ja auch wieder unter Wasser. Aber das lieben wir. Und du bekommst das Raue, Nora. Das Raue. Ja, und das Beschauliche, das Watt. Und endlich mal wieder am Watt. Es ist natürlich alles matschig im Moment durch den Regen. Der Deich ist matschig. Der Stellplatz, das geht, der ist mit Schotter gemischt. Also man sinkt nicht ein mit dem Fahrzeug. Man muss nur gucken, dass man nicht die Pfützen genau vor der Tür hat beim Aussteigen. Aber alles gut, alles gut. Wo sind wir denn eigentlich? In Neuharlingersiel. Ich glaube, du hattest das auch schon gesagt. Der Stellplatz ist nicht sehr groß. 25 Plätze. Du, als ich das erzählt habe, da war ich ja noch gar nicht wach. Alles klar. Da war ich ja noch halb im Koma. Ohne Brille, ohne Käppi. Leuchtet. Jetzt muss ich mal gucken, ob das Mikro mit dem Mantel geht. Und... Hinten lasse ich ein bisschen Luft. So, dicken Mantel natürlich muss man haben. Und jetzt gehen wir mal nach Neuharlingersiel. Warum wir diesen Platz auch wunderschön, unglaublich wunderschön finden. Man kann halt auch bei trübem Wetter mal hier gleich in den Ort gehen. Bäcker, es gibt Restaurants. Ihr könnt, ich glaube, es gibt hier sogar so ein Thalasso. Schwimmbad mit allen möglichen Krams. Ja, wir sind ja hier auf der Hafenseite. Und wenn wir nachher durch den Hafen gehen, dann kommst du ja am anderen Ende raus beim Campingplatz. Genau. Da ist ja nochmal ein riesiger Campingplatz. Ja. Und diese Bädereinrichtung, ne? Ja. Hier schwimmen im Watt, hätte ich fast gesagt. Ne? Genau. Und was du halt an der Nordsee, was sehr selten ist, dass du direkt am Wasser stehen kannst. Direkt am Meer. Ja. Mit dem Blick aufs Wasser und du nicht hinterm Deich stehst und nur auf den grünen Wall guckst. Ja. Das hast du ja nicht so oft hier. Hinterm Deich. Hinterm Vorm Deich. Deich, Vorsicht. Ich hab's nicht vergessen. Ja. Ja, ich bin auch fertig eingepackt. Dicke Jacke. Ne? Mütze, ganz wichtig, Mütze. Und Rolli, damit auch ne, das Kinn nicht kalt wird. Ne? Hier so der Hals nicht kalt wird, so sagt man. Ja, Bertel ist ja nicht gerade der Fan von Ich bin die Frostbeule. Ja, und Rollkragenpullover mag er nicht. Ich kriege immer Ärger. Ich kriege immer Ärger, wenn ich Rollkragenpullover mitbringe. Da muss ich immer aufpassen. Aber muss sein. Kennt ihr das auch mit den Rollis, die immer so am Bart jucken tun? Ne? Deshalb mag ich die eigentlich nicht so gerne. Gibt es bei mir wirklich nur, wenn es kalt ist. Gut. Gut, ich habe alles. Ja, ich wollte sagen, Nora, nichts vergessen. Nee, Mütze ist das Wichtigste. Fussel, bin dahin. Oh. So, Spiegel. Hast du Mütze? Ja. Ja, klar habe ich Mütze. So, zack. Ne?
Ja, fertig. Müll können wir auch mitnehmen. Müll machen wir noch. Dann wollte ich den Platz zeigen, auf dem wir hier stehen. Mhm. Hier vorne gibt es so eine Stromsäule. Da wird erklärt, wie man einchecken kann und sowas. Ja. Das wollte ich mir nochmal anschauen. Wo wir dabei sind. Der Platz kostet 15 Euro plus Kurtaxe. Da haben wir jetzt bezahlt 1 Euro pro Person Nebensaison. Ja, ist das nicht, nennen die das jetzt nicht Zwischensaison? Das war auf dem Campingplatz, als wir nach Preisen geguckt haben. Ja. 1 Euro Nebensaison Kurtaxe, Hauptsaison 3 Euro. Und wo wir jetzt schon bei den Preisen sind, nennen wir gleich vorab der große, riesengroße Campingplatz. Ich glaube, 1100 Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen. Geht in der Zwischensaison, weil es ist, ich weiß nicht, ist jetzt Silvester, Weihnachten, Hauptsaison? Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Preislich, glaub, ja. Da kriegst du einen parzellierten Platz am Deich, also hinterm Deich, geschützt, ab... Was ist das? Ab 15 Euro. Ab 16, ne? Ab 16 Euro. Ich bringe schon alles durcheinander. Ja. Na gut, da wird dann auch Kurtaxe draufkommen und so weiter und so fort. Strom geht immer extra hier. Natürlich, natürlich. Hier am Platz gibt es auch eine Fernentsorgung, da gehen wir hin. So. Alles klar. Müll, Rucksack, alles da. Wir wollen ja ein bisschen was einkaufen. Wir haben Hunger irgendwann später. Oh, da ist auch ein bisschen Sonne zu sehen. Ja, wir haben jetzt Glück. Wir müssen jetzt die Zeit nutzen. Das Wasser ist oben. Ja, Flut. Flut. Oh. Das ist echt der Knaller. Und wir haben... Ich wollte nur kurz sagen, Nora. Ja. Da drüben, da liegt Halesiel. Ja. Ja. Da links mit dem Leuchtturm. Wangerooge. Genau. Und genau da drüben, das ist Spiekeroog. Genau. Guck mal, da haben wir uns gestern... Da haben wir uns gestern genau nebengestellt. Ne? Das sind Kontaktschleifen. Wenn du hier auf diesen, also über den schwarzen Pröppel fährst, dann gilt der Platz als reserviert oder belegt. Und wie es dann weitergeht, das siehst du hier. Hier wird's nochmal erklärt. Parke über dem schwarzen Sensor. Stellplatzgebühr, Strom und weitere Zusatzleistungen. Bequem mit deinem Smartphone oder am Automaten bezahlen. Und ich bin dann gestern an den Automaten gegangen, weil ich ja nicht über dem Sensor stehe, habe ich direkt am Automaten bezahlt und habe dann die Platznummer eingegeben und das Ticket gezogen. Ja. So funktioniert das. Ja, ja. Also man kann über Handy einchecken mit einem QR-Code oder eben am Automaten. Ja, wir stehen jetzt nicht über dem Pöppel. Nö. Wir wollten halt nicht. Wir wollten aus dem Matsch raus. Nein, wir haben da eine Pfütze. Ne? Ja. Müll. Müll ist da vorne? Mhm. Ach, guck, die Fähre kommt gerade. Ja, Spiekeroog. Dieses Beschauliche im Winter finde ich einfach herrlich. Du siehst ja schon hier an dem großen Parkplatz, da hinten, im Sommer hast du hier natürlich auch die ganzen Inselgäste, ne, mit ihren Autos, die hier ankommen. Genau. Und dann ist der Platz da drüben voll. Mhm. Früher gab es keine Höhenbegrenzung, im Sommer gibt es jetzt Höhenbegrenzung. Und dadurch kommst du im Sommer da auch nicht drauf mit dem Wohnmobil. Ja. Ne? Das wird dann abgesperrt. Und dann bist du hier schon im Hafen. Mhm. Ich möchte mal da rüber, die Fähre kommt, Nora. Nee, die fährt. Ach, die fährt raus. Oh. Ja, dann war ich zu langsam. Die fährt. Oh ja, jetzt gibt's so Gummi. Schnell. Ja, wir sind zu spät. Guck, hier ist wieder so ein Sensor. Genau. Ja, da fährt sie raus. Da, weg ist sie. Oh, die ist schnell. Ja. Spiekeroog. Und da drüben siehst du jetzt auch Spiekeroog. Ja. Ne? Da kannst du sehen. Aber das ist eine schöne Atmosphäre hier. Total. So. Müll. Jetzt renne ich hier mit dem Müll. Ja, okay. Und ich glaube, und gestern, glaube ich, waren wir ja auch schon im Hafen, da gibt es so kleine Expressfähren. Was gibt's da bitte? Kleine Expressfähren. Ja, so Schnellboote. Ja, die sind süß. Guck mal hier, Sani-Station, das kennt man ja. Ja.
mit Münzer. 1 Euro. Und hier kannst du auch mit der Girocard, ne, dich einbuchen. Ja. Mit Stellplatznummer weiter drücken, weiter, bis nachher bezahlt wird und dann hier mit deiner PIN. Genau. Oder kontaktlos, ne? Mit dem Daumen. Nein, mit der Karte natürlich. Ja, Bodeneinlass gibt es hier nicht. Nee. Fürs Abwasser. Gut, muss man mit, wer hat, mit Schlauch. Geht schon. Aber Toilette könnt ihr entsorgen, Frischwasser bekommt ihr. Und ja. Ich finde, der Stellplatz könnte ein Tuck größer sein. Ach, guck mal. Das habe ich jetzt auch gerade erst gelesen. Was denn? Du bekommst da hier nur so eine Quittung oder eben was Elektronisches. Ja. Und dann kannst du dich in der Touristinfo anmelden und dann bekommst du durch den Nachweis, ne, bekommst deiner Zahlung des Gästebeitrages, da bekommst du so eine Servicecard. Haben wir gar nicht gemacht. Nö. Bezahlt haben wir natürlich. Ja. Öffentliche Toiletten vom 1.4. bis 30.10. am Westanleger. Wir sind auf der Ostseite des Hafens und drüben am Westanleger. Okay. Dann lass uns in den Kutterhafen da gehen. Ja. Da ist ja auch der Bäcker. Genau. Hier ist der Check-in, ne, für die Fähre. Ja. Was ich noch mal sagen möchte zum Winter. Du hast halt hier nicht so viel Menschen rumlaufen. Wir haben es jetzt Ende November. 26. ist heute. Ja, gut, dass du es sagst. Auch die Preise sind ja immer unterschiedlich. Ja, ne? Genau. Aber es geht ja auch um den Platz Winter. Man möchte ja auch, manche möchten gerne im Winter losfahren oder schön Silvester feiern. Ich könnte mir vorstellen, hier ist ein bisschen was los, Silvester. Und du hast ja einmal die Möglichkeit, wenn du da keinen Platz mehr kriegst. Ich hätte es ja gern, dass er ein bisschen größer wäre. 25 Plätze, aber zur Not, wie gesagt, ist ja da noch der Campingplatz. Ja, da stehen ja auch welche. Wir sind ja gestern mal gucken gegangen. Ja, genau, hinterm Deich. Genau. Genau. Guck, und schon bist du hier im alten Hafen. Ja. Im Kutterhafen. Krabbenkutter, typisch. Das Wasser war, guck, das war oben. Ja. Guck. Hier, da liegt Grünzeug. Ja. Oh, haben wir ein Glück, ne? Mit dem Wetter. Ja, der Sonnenaufgang war toll. Dann hat es geregnet. Dann haben wir gewartet, wann können wir endlich rausgehen und euch Neuharlinger See zeigen. Und jetzt kommt es nochmal. Jetzt haben wir ungefähr 2 Stunden laut Regenradar. Und dann geht es wieder los. Macht nichts. Fisch wollen wir uns nachher noch holen. Ist gleich hier hinterm Deich. Bevor man rüberfährt zum Stellplatz und zum Parkplatz, gibt es die Fischerei. Nee. Fischereigenossenschaft, genau. Kann man essen gehen auch. Ich meine, Restaurants gibt es ja sowieso. Das ist keine Frage. Cafés. Und jetzt im November ist es noch mal ruhiger. Es ist echt nichts los. Nichts. Wir sind hier fast ganz allein. Das Wasser ist ganz schön hoch, ne? Mhm. Dass diese kleineren Boote da drüben, ne? Das sind diese Expressfähren. Ja. Genau. Mit denen könnt ihr auch rüberfahren. Ich kann mir vorstellen, dass... Nee. Was kannst du dir vorstellen? Dass das schneller geht, glaube ich auch. Ja, eben, ich wollte es nicht sagen, das hört sich blöd an. Schneller als mit dem Passagierschiff. Das war jetzt ein bisschen doof. Deshalb heißen die auch Expressfähren, oder? Ja. Oh. Man glaubt es nicht, ne? Die sind alle neu. Die Fische. Neu? Ja. Steht dran, ja. Neu. Stimmt. Nein, neu steht für Neuharlinger See. Ach, aber die sind alle neu. Ach, ist mir gerade aufgefallen, ne? Neu. Weißt du, was ich süß finde? Da kommen wir gleich hin. Diesen Pavillon da hinten, diesen Bogen. Ne? Ja. Das kenne ich noch von den Nordseeinseln früher als Kind. Ja. Da wurden immer Konzerte, fanden da immer statt. Und der ist aber sehr, sehr winzig da drüben. Ja, reicht aus. Kurpavillon. Ich gehe jetzt mal da kurz hoch und hole uns ein Brot. Bäckerei Johannes, denke ich mal, ne? Johannes Hinrichs.
Ich gebe. Weißbrot, Graubrot, was möchtest du? Also ehrlich, weiß. Ja, klar. Wenn ich so nett sein darf. Was ist das für ein Brot? Das ist ein... 100% Roggen und das ist ein bisschen Vollkornrosine. Ich nehme von diesem Roggen genau ein halbes und Brötchen nehme ich dann auch noch. Mit. Danke. Kekse habe ich auch. Aber ich habe jetzt kein Weißbrot, Brötchen und Graubrot. Ja, passt schon. Und Kekse. Schön Weihnachtsgebäck. Weihnachtsgebäck. Ich setze mich mal dazu. Ja, hast schon ein paar Freunde gefunden hier. Und gucke da hin. Ja. Ja, na klar. Es ist total gemütlich hier. Ja. Ich wollte jetzt mal rübergehen zum Campingplatz. Ja, das machen wir. Aber der Pavillon ist ja wirklich witzig. Ne? Ach du, da, ja. Das wollte ich mir mal angucken. Da steht was. Schwarze Kreuze, genau. Ja. Wir haben in Ditzum, als wir in Ditzum waren, schon was darüber gehört. Ja, also es geht ja erstmal darum, wenn ich dich da mal unterbrechen darf, dass wir auf diese Kreuze aufmerksam geworden sind, ne? Die vor den Fischer, vor den Krabbenkuttern hier angebracht wurden. Und das sind diese schwarzen Kreuze. Das Aus für die krabbenfrische Fischerei. Ja. Das ist das Thema. Das heißt Schleppnetze hier vor der deutschen Küste, Nordseeküste. Ja, das Verbot von Schleppnetzen, so habe ich es verstanden. Ach, da steht es irgendwo. Da geht es um Maschengrößen. Ja. So, und das würde bedeuten, wenn das verboten wird, oder die EU möchte es verbieten, das soll im März 2024 kommen, das Verbot. Ja. Das wäre dann das Aus für die Krabbenfischer. Ja. Was so passiert mit den Menschen, mit den Fischern, mit den Fischerbooten? Und mit der Tradition. Und der Tradition und den Krabbenbrötchen. Ja. Krabbenkult. Ja. Das Ende des Krabbenkults. Ja. Guck mal, dann kannst du noch Angel- und Kutterfahrten machen. Ja, jetzt habe ich kalte Finger. Ach, du, so kalt ist das doch gar nicht. Ich zücke mal die Handschuhe. Lach mich nicht aus. Doch, das ist bei uns immer das Thema. Immer, ja. Das ist das bei uns immer das Thema, auch im Wohnmobil mit dem Heizen nachts. Ne? Ja. Gorch Fock? Oh. Die Gorch Fock. Ich dachte, die Gorch Fock ist größer. Schön, ne? Diese Holzschiffe. Gestern Abend waren wir hier. Ja. Da stand das alles noch komplett unter Wasser. Ja. Da vorne die. Ja. Das ist eigentlich der Strand und Bereich hier von Neuharlinger See. Es zieht sich bis da hinten hin. Das sieht jetzt alles natürlich nicht so schön aus, matschig. Ja, ins Watt können wir jetzt auch nicht gehen. Wir haben Flut. Und jetzt sind wir auf der Westseite. Da hinten, hinter dem Gebäude. Ja. Da ist der Wohnmobilstellplatz. Ja, genau. Ich sehe Emma. Ja, ich auch. Das Badewerk. Ich finde, das ist ein ganz schön großer Komplex. Ja. Ich habe immer noch keinen Badeanzug. Das ist ein Riesencampingplatz. Das geht ja bis ganz hinten. Ja. Hinten runter, ne? Genau. Da hinten. Und nicht weit bis zum Wasser. Ist ja doch einiges los auf dem Campingplatz. Und Dauercamper. Dauercamper. Es ist alles weiß. Die das ganze dahin. Jahr hier sind. Ja. Und diese Häuschen da drüben, ne? Ja. Das kannst du dir doch irgendwie mieten da mit den Terrassen. Ja. Im Friesenstil gebaut. Friesenstil. Im Friesenstil. Gut, schön. Haben wir auch mal drüber gesprochen. Haben wir auch mal drüber gesprochen. So, jetzt genug der Dinge. Ich möchte Fisch haben. Jetzt schon? Okay, geh mal. Alles klar. Oh. Was möchtest du googeln? Wie es zum Fischladen geht? Wie es am kürzesten zum Fischladen geht. Wir müssen beide auf die Toilette. Wo ist er denn? Nicht lachen hier. Gibt's nicht. Wo ist er denn? Fischereigenossen. Genosch.
Fischereigenossenschaft. Kürzester Weg. Route. Jetzt sind wir Fußgänger. Wir gehen. Aha. Okay. Wir gehen da lang. Wir gehen ein bisschen anders. 9 Minuten. Schaffst du das? Naja. Sprechen wir nicht drüber. Genau. Du, ich sehe die grauen Wolken. Das finde ich viel. Nein. Dauert noch. Aber weißt du was? Vielleicht kann man in der Fischereigenossenschaft auf Toilette gehen. Drüben, die bauen um. Moin. Moin. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, welches ist denn zum Dünsten das bessere Fischfilet? Zum Dünsten? Kaviar. Dann nehme ich noch Kaviar. So ein Pfund. Ein Pfund Kaviar. Fisch. Möchtest du ein Fischbrötchen essen, oder? Ja, wunderbar. Da haben Sie zwei schöne Filets. Ja, perfekt. 13, 17 dann. Ja. 13. Geht das so mit oder soll ich noch? Ja, nee, alles gut. Oder vielleicht noch eine Tüte für den Rucksack drum. Damit du, ich kann doch die paar Meter das. Wegläuft. 13, 17, 10 auf jeden Fall. Bitte. Einen schönen Tag. Ja, gleichfalls. Moin. Was möchtest du denn? Brathering. Matjes haben Sie auch, ne? Matjes haben wir auch. Brathering haben wir auch. Brathering nehme ich gerne. Dann nehmen wir einen Brathering und einen Matjes. Zum gleich essen oder mitnehmen? Zum Mitnehmen erstmal, ne? Ja, zum Auto und dann. Genau, mitnehmen. Also nicht einfach. Doch, einfach. Papier. Ja, das wäre ganz lieb. 7 Euro. Mhm. 7 Euro. Ja, genau, so geht das. Ja. Danke. 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 Tschüss. Schönen Tag noch. So. Hat sich doch wieder gelohnt. Ja, Fischbrötchen, ne? Ja, nicht nur Fischbrötchen. Hier, guck mal, ganze Tüte habe ich hier, du. Soll ich die nehmen? Oder geht's so? Oh, die kann ich ja gerade noch tragen. Nein, du musst filmen, ne? Okay. Ist ja immer gut, dass ich eine Ausrede habe, ne? Ja. Fischerei, Genossenschaft, Nora. Ja, die wird bestimmt umgebaut. Ja. Also im Moment sowieso. Normal ist das Gebäude ja hier. Ja. So, also wir haben jetzt Fischbrötchen. Das ist jetzt später Vormittag. Das ist unser Frühstück. Und gegen Abend machen wir uns den Kabeljau. Den möchte ich dünsten. Da habe ich schön Gemüse, ich habe so eine Schmorpfanne. Erstmal schön Gemüse rein. Und dann lege ich den Fisch nur oben drauf. Und sag mal, können wir hier abkürzen? Ja. Ach, wir waren immer noch nicht auf Toilette. Ja, deshalb sage ich es ja. Und dann lege ich den Fisch nur oben drauf. Deckel drauf. Ganz kurz. Vorsicht. Ja. Patsche, patsch. Und dann schmeckt das lecker und schön mit Brot titschen. Da muss ich nachher mal saugen. Ein bisschen, ne? Ja, es ist alles schnibbel, naja, das matschi. Ist egal. Brot, gut. Brot, warte, ich zieh die erstmal aus. Und dann mache ich dir hier Platz. Wie das so ist im Wohnmobil, ne? Eins nach anderen. So, fertig. Oh, das war schön. Also es tut hier echt gut. So, ihr Lieben, das war's von der Nordsee. Mhm. Jetzt gibt's Fischbrötchen. Gegen Abend gibt's Kabeljaufilet. Ja, vielleicht bei euch ja auch demnächst. Ja, macht mal wieder Fisch, ne? Mhm. Leute, esst mehr Fisch. Ja, genau. Habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüss, tschüss.